Hallo bei Folge 34 bei den Sims. In der letzten Folge ist ziemlich viel passiert. Wir haben den Haushalt getrennt. Die großen Geschwister sind mit den kleineren weggezogen. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Und zwar sind das Cheria und Gorge, unser jüngstes Kind. Und die sind jetzt hier in diesem großen, ausgebauten Haus. Gorge ist schon wach und hat gerade das WC zerstört. Und Cheria schläft noch unten. Mal schauen, was jetzt in der nächsten Zeit hier passiert. Gorge ist das sechste Kind von Cheria. Es müssen noch einige Kinder folgen. So, das Klo wurde zwischenzeitlich wieder repariert, wie ihr gesehen habt. Und da es ein Dienstag ist, wird Gorge auch in die Schule gehen müssen. Als gute Mutter muss natürlich auch wieder frisch gekocht werden. Und so beginnt praktisch der Tag bei den zwei zurückgebliebenen Sims. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Wir hoffen, dass sie nicht so chaotisch wird wie die letzte Folge. Und dann schon mal viel Spaß beim Gucken. Oh, Stufe Pinto. Wabe Die zwei unterhalten sich und freunden sich ein bisschen an. Jetzt, da Cheria ja nicht mehr ganz so viele Kinder im Hause rumlaufen hat, kann man sich auch ein bisschen mehr auf nur ein Kind konzentrieren, um eine gute Mutter zu sein. Und okay, das Hausaufgabenheft ist wahrscheinlich von den einen der beiden Kindern. Entweder Cheria, aber Cheria, nicht Cheria, entweder Estelle, aber Estelle ist ja mittlerweile erwachsen geworden, oder von Juri. So, Gott ist ja mittlerweile in die Schule gegangen, wie ihr gesehen habt. Das heißt, wir machen das Übliche wie immer, um mehr Männer kennenzulernen. Diesen jungen Herrn kennen wir hier schon. Das ist Christian Palm. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die eine Folge. Der war ja ziemlich. Ja, der war ziemlich schwierig vom Typ her. Also, der war sehr ärgerlich, aggro und hat sich mit den Kindern gestritten. Und der war auch schwierig. Man konnte wenig mit dem flirten. Das ging immer relativ weit runter. Aber wir geben ihm mal eine Chance und haben ein Rendezvous mit ihm. Ein bisschen grün sind wir ja schon. Und jetzt machen wir ein paar also oben die Ziele, die Kontakte knüpfen. Sind wir schon bei 8. Haben gleichzeitig und ein bisschen rosa ist auch schon dabei. Wir schauen, wie sich Christian schlägt. Silber sind wir mittlerweile bei Silber haben. Er ist ein Einzelgänger. Das erklärt, warum er so ein schwieriger Typ ist. Ich weiß gar nicht, wie das Merkmal heißt, aber irgendwas mit, Vocal Vanilla Frost. Ich glaube, er ist gemein. Gemein und relativ wütend. Ein Einzelgänger. Also, es ist kein einfacher Mensch. Aber eventuell das siebte Baby mit ihm zu bekommen. Cheria kann sich jetzt etwas anstrengen. So, so. Dann schauen wir mal, wie weit die beiden gehen werden. Wie ihr sehen konntet, ist es immer noch nicht einfach, mit Christian anzuwenden. Er hat sich ab und zu auch richtig verärgern lassen. Wir sind auch nicht über Silber hinausgekommen, es ist Silber geworden. Mittlerweile werden die Plusse, also es gibt ein paar grüne, positive Gespräche, aber es ist immer noch nichts Wahres und nichts Ganzes. Es wird recht schwierig, Christian zu bezirzen. Gerade läuft es ein bisschen, je später der Abend. Gorge ist auch zu Hause. Das ist jetzt ungefähr ein Drittel. Ein bisschen weniger als ein Drittel rosa. Es ist schon mal mehr, als ich erwartet hätte.
Gorge ist auch mittlerweile zu Hause. Burlpando? Rot, ihr geht's nicht so gut. Aber sie soll sich erstmal selber um sich kümmern. Ich glaube, jetzt reisen wir wieder nach Hause, oder? Reisen wir woanders hin? Nein, wir reisen nach Hause. So, was macht man zu Hause als erstes? Richtig. Wir bezürzen. Den komischen Christian weiter. Das soll ja schließlich... Ach, schaut an. Raven kommt zu Besuch. Unser Kind. Ja. Jetzt wird eventuell das nächste Brüderchen und Schwesterchen gezeugt. Da Raven nicht mehr hier wohnt, kann Gorge ihn einfach mal reinlassen. Das heißt, sie kann immer noch mit ihrem Bruder spielen. Während hinten Brüderchen oder Schwesterchen Nummer 7 entsteht. Oh, hallo, hallo. Die Spaghetti, die Tanya am Morgen gemacht hat, sind noch bei Gorge in der Hand. Och, sieht man ja, Gorge hat so eine schöne befleckte Hose. Und Raven hat goldene Gummistiefel. Wunderschön. Ja, das kennt man ja. Jenny ist auch direkt kokett geworden. Und jetzt können wir direkt mal reisen. Wird es das nächste Geschwisterchen? Oder vielleicht sogar zwei? Oder drei? Also ich habe ja immer drei Babykörbchen hier stehen. Für den Fall der Fälle, dass es drei Kinder werden. Es wird auf jeden Fall ein Kind. Also, Cheria ist jetzt für zwei. Das siebte Baby ist unterwegs. Wir haben es geschafft mit diesem komischen Christian. Wir haben den komischen Christian. Das ist doch mal schön. Weil sie sich so freut, kann sie direkt mal ein Bild malen und Geld für die Haushaltskasse erstellen. Ah, Markus Klee, den kennen wir doch auch. Das ist der Papa von Gorge. Jetzt lernt Gorge endlich mal ihren Papa kennen. Und Gorge und Raven stehen immer noch auf der Veranda. Christian wuselt in der Küche rum. Gorge erreicht Level 2 der Fähigkeiten sozial. Das geht bei den Kindern relativ schnell. Da kommt das nächste Kind. Juri ist auch da. Links und schellt. Kann auch direkt mal reinlassen. Ziemlich lustig, dass die alle wieder zu Besuch kommen. Ja, werden wir irgendwann mal so weit sein, dass die gesamte Stadt nur aus dieser Familie besteht? Bei 100 Kindern, beziehungsweise Kindeskindern, Enkelkindern, was auch immer, wird das relativ wahrscheinlich, dass da richtig viele von denen rumlaufen werden. Jetzt sind es ja schon insgesamt 8. Nee, doch. Nee, 6 Kinder. Und 7 sind es. Und Mutti. Plus die ganzen Väter. Das sind hier auch nochmal 6 Väter. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Das Bild ist... Es war ein gutes Bild. Ich glaube, wir hatten weniger Geld. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viel verkauft worden ist. Aber es scheint viel zu sein. Oh, Estelle kommt uns besuchen und kann hier mein vier Geschwister unterhalten sich hier. Die beiden Väter, beziehungsweise noch nicht Väter, sind in der Küche oder im Haus, laufen rum. Ja, oben ist auch schon schön ausgebaut. Oh, Kendallum B. Ich kann mal den PC benutzen. Kein wirkliches Dach haben wir hier drauf, ne? Sogar die Terrasse hat ein komisches Dach. Ich muss auch mal wegmachen. Wir haben ein Fenster rein. Wir haben jetzt wieder Geld. Das heißt, auch oben kann ein wenig Licht reinfallen. Da steht bestimmt was vor. Dann kommt oben auf die Veranda. Da sind schon Fenster.
helles Haus. Mit Markises Dach nichts kann weg. Mach ich's denn weg? Dann lasse ich's für die Ewigkeit. Ich weiß es nicht. Es ist schon länger her. Ich hab's weggemacht. Sehr schön. So, Gorge fühlt sich nicht wohl. Die ist müde und muss auf Toilette. Wenn sie die ganze Zeit mit ihren Geschwistern rumspielt, ist das auch kein Wunder. Was kaufe ich denn jetzt schon wieder? Nur einen Boden. Haben die Räume noch keinen Boden? Tatsächlich. Und Fliesen fürs Bad. Für die Terrasse? Was habe ich vor? Für die Terrasse tatsächlich. Steinfliesen. Im Bad auch. Gut, jetzt haben wir Böden. So, da jetzt Gord schlafen geht und es schon 21 Uhr ist. 21, ja. Halb 10. Machen wir hier mal aus. Und ich sag bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.